Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir haben ein Festtagsevent. Das gab es schon seit dem 14.12., aber ich bin halt nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. Und zwar müssen wir jedes Haus, das mit einem Sticker versehen ist, untersuchen. Da sind jeweils 6 Kekse versteckt. Die müssen wir auf einen Teller legen, dem Geist bringen. Der muss die essen und dann müssen wir den Geist identifizieren. Wenn wir alle Häuser schaffen sollten, kriegen wir irgendwas Schönes, eine schöne Trophäe für unsere Sammlung. Und wir werden das auf jeden Fall heute angehen, gucken, ob wir alles durchkriegen. Ich werde die Folgen dann, denke ich mal, wieder ja, aus Zeitgründen zeitlich versetzt hochladen. Aber nichtsdestotrotz werden es bestimmt lustige Folgen und mal sehen, ob wir es schaffen. So viel zum Intro. Bis gleich. Ist in dem Update jetzt, also hier vorne ist der Teller. Den müssen wir bestücken mit 6 Keksen. So, und das Update hält jetzt bereit, unter anderem, dass die Temperatur drinnen wie draußen angepasst ist. Du kannst jetzt beim Kruzifix sehen wohl, wie weit der Radius ist, wie weit das wirkt. Du hast jetzt Spiegelungsreflexe, sage ich jetzt mal, hier Elemente mit drinne. Also das Licht soll sich wohl jetzt spiegeln in Glas und all so Sachen. Schatteneffekte werfen. Und die Geister wurden natürlich wieder verändert und du hast was war noch dabei? Es sind so ein paar Sachen. Im Willow Street House zum Beispiel hast du jetzt auch Fingerabdrücke an den Türen, Türrahmen. Und die Grafik wurde überarbeitet, glaube ich. Sieht man auch. Ja, das sieht man extrem. Hat jetzt keiner geguckt wegen Strom, ne? Ich mach kurz an, dann suchen wir Kekse. Im Keller ist der. Nein. Ich habe einen Keks. Ah, das ist ja praktisch. Du kannst die einfach so aufnehmen. Also die brauchen keinen. Ich hab den Knochen. Die brauchen keinen Slot. Ich habe noch einen Keks. Auf eine Vase. Noch einen Keks in der Küche. Ich habe schon 3 Kekse. So, 3 brauchen wir noch. Die sind hier willkürlich versteckt. 11 Grad 9? 11? Du suchst den Geist schon? Ja. Okay, ich mach das nebenbei. Ich suche hauptsächlich Kekse. In der Garage ist die Voodoo-Puppe. Ja, da ist auch der Knochen. Und 7 Grad hatte ich hier kurz. Ja, hier waren gerade 9. Hier ist noch ein Keks. Habe ich eingesteckt. Er ist in der Garage, der Spind ging auf. Habe ich gehört. Was ich gesagt habe, der ist in der Garage, der Spind ging auf? Nee, der Spind, den habe ich gehört. Okay. Cookies. Ich will Cookies. Wie viele Kekse habe ich? Kann ich das irgendwo sehen? Gegenstände? Nö, nö. Nö. Gut. Warst du das? Nein. Das war aber nicht in der Garage, oder? Was hat der gemacht? Hier sind 8 Grad. Wo ist denn jetzt dieser Ventilator angegangen? In der Stube. Das war ich. So. Das mit den Lichtspiegelungs... Achso, doch, hier an der Wand. Ja, ja. Das sieht gut aus, ne? Das sieht aus wie Karaoniko. An der Wand. 5 Grad hier? Oh nein, der wandert, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Kekse habe ich denn 7. Jetzt? Vielleicht siehst du das in der Übersicht. Ich kann ja mal zum Teller gehen. Ich schmeiß die mal auf den Teller. Und dann kann ich ja mal durchzählen. Also hier sind... Okay. Ach so, die liegen schon auf dem Teller. 1, 2, 3, 4, 5. Einer fehlt noch. Licht ist aus. Ah. In der Garage der Strom. Ja, und die haben halt die Geister ein bisschen bearbeitet, ne? Auch die Art und Weise, wie die jagen, ist verändert worden. Ja. Mir fehlt der 6. Keks.
war ich denn noch nicht? Vor uns, das Sol mio. Licht ist aus? Hä, will er mich verarschen oder was? Das Licht ist aus im ganzen Haus. Jetzt geklimpert. Wo? Ja, in der Küche, glaube ich. Okay, also er wandert, ja? Denke. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Jetzt lass das. Hä, wo ist denn dieser sechste Keks? Ich weiß nicht. Die ewige Suche nach dem Essen. Vielleicht in die Schränke? Warte, ich dachte, der Kühlschrank geht auf. Hä? Kühlschrank geht auf? Ich dachte. Achso, du dachtest. Alter, ey, meine Maus ist hier irgendwie intensiv, also... Hast du über Mausratten eine Taste? Nee. Okay. Bei dir drücke ich manchmal und verändere dann meine Intensivität. Die hat auch verschiedene Stufen. Kommt mir wie so vor hier, als wenn das voll so... hier ging irgendwo eine Tür, war das jetzt Wasser? Nee. Hm. Welche Tür war das jetzt? Ich will Kekse! Das kann doch nicht sein. Im Keller vielleicht, da habe ich nicht geguckt. Im, wie heißt das, wo man Wäsche wäscht? Waschmaschine. Im Hauswirtschaftsraum. Da, im Keller, sag ich wo doch. Wo heißt das, wo man Wäsche wäscht? Eine Waschmaschine eigentlich, ne? Nein, den Raum meine ich. Also, ach, das hast du nicht gesagt. Ja, Waschküche. Da hatte ich eben Gefriertemperaturen, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ich hab Atem gehabt. Oh, war der laut, ey. Wer, ich? Oh nein. Oh oh. Ich bin tot. Alter, wie lange läuft denn der hier jetzt? Auf und ab. Er ist weg, richtig? Weiß ich nicht. Nö. Nein, er kommt schon wieder, er kommt schon wieder. Nee, er kommt nicht wieder. Oh Gott, ich muss hier raus. Oh. Okay, also er ist in dem, wenn ich mich nicht getäuscht habe, kam er jetzt aus dem Waschraum. Oh. Ich musste die ganze Zeit Auto hoch, runter, hoch, runter. Guck mal hier. Licht flackert. Ja, ich sehe es auf dem Monitor. Live und in Farbe. Der ist ja voll gelaufen, das hast du ja vorher nicht so gehört, ne? Ne, wir haben beide auch keine Sanity mehr. Ich habe 40 und du hast 30. Ey, der ist ja mega. Ach, das ist Alter. Übrigens auch neu. Ha. Hm. So. Ich habe jetzt den Teller Kekse. Ey, der war ja... Das ist ja das, was wir letztes Mal meinten, ne? Bleibt das Flackern jetzt? Weiß ich nicht. Ich muss erstmal hier meine Pillen schlucken, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob ich rein kann. Also ich hab Kekse. Ich hab Kekse. Guck mal. Wo ist denn meine Maus da? Ich hab einen ganzen Teller voller Kekse. Ja, jetzt können wir rein. Es ist null. Also unten irgendwie. Okay, aber das Licht flackert immer noch. Ja. Ist ja creepy. Ist geil gemacht. Hast du eigentlich eine Kamera aufgestellt gehabt? Ja, aber in der Garage. Er war ja auch in der Garage. Hier ist ein Bild, der hat sogar ein Bild runtergeschmissen. Aber ich pack die Kamera nochmal im Hauswirtschaftsraum. Er hat ja hier voll viel runtergeschmissen beim Langlaufen. Ah, Handabdruck. So. Wo? Hier. Okay. Lass mal die Tür auf, falls ich mich verstecken muss. Ja, würde ich genau die nehmen, wo der Handabdruck ist. Ja. Warum sollte er da zweimal reingucken? Oh, ich will immer Tab drücken, wenn ich ins Menü will. Beweise. Fingerabdrücke. Und gegebenenfalls Gefriertemperaturen. Aber das konnte ich jetzt nicht 100% prüfen. Okay. Das ist ja geil. Aber die Lichteffekte, das gefällt mir gut. Nee. Ich schmeiß jetzt einen Dotz noch in die Waschküche. Ey, ich habe schon wieder nur noch 74% Sanity. Was hatten wir?
Also Fingerabdruck auf jeden Fall. Und was war noch? Gegebenenfalls Gefriertemperaturen, ist aber ja, nicht gut. Safe. Na, dann warte ich noch. Ich habe auch kein Thermometer hier. Hast du das nicht mit, mitgenommen in der Garage? Ja, ja. Also ich habe Geisteratem, aber ich habe fast 20 Grad, 7. Nee, er ist eine Garage. Eine Garage ist kalt. Er ist überall, Alter. Bestimmt die Zwillinge. Warte mal, ich pack mal. Er hat ja die Kekse auch nicht angerührt. Ich pack jetzt mal alles in eine Garage. Wieder. So. So. Du hast Nee. Ja, ich hab Geisteratem, oder? Hier, Orbs. Orbs. So. Ja, du hast Atem, aber ich. Dots. Was war denn das? Was ist das? Hat der er gehuntet? Ja, hat ich er bin, den Kick? Ich bin draußen. Hier ist auf. Er ist hier lang gelaufen zum Auto. Hat die Kekse gegessen, ja? Weiter. Weiß ich nicht. Und dann hat er. Oh, oh, oh. Hat er das bei dir auch gemacht? Mhm. Das Bild war kurz weg? Mhm. Und dann. Oh, oh, oh. Ich hab mich halt nur kurz mega erschrocken. Der hat. Oh, oh. Weil das Bild weg war. Jetzt habe ich das nicht gesehen, wie er die Kekse frisst. Hä, warum hat er. Ist das jetzt gewesen, weil er die Kekse gegessen hat? Oder warum war das jetzt? Naja, denke ich mal wegen der Kekse. Also Orbs, Dots, Fingerabdrücke, Finger. Dann wär's Bungee. Also keine Gefriertemperaturen, dann habe ich nur Gammelatem. 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 Ja krass, was war das denn eben, ey? Wo, Schweißausbruch unter meine Arme war das. Ja, ey, das ist cool. So, jetzt will aber ich das mit dem. Ist der mal. Ja, ja. Wenigstens ist der mal aktiv. Ja, und du bist im Van. So, ich will mal das Kreuz reinlegen. Ich will mal gucken. Oh, Alter, ich habe schon wieder nur noch 60. Was müssen wir noch machen? Die. Zeichnen mit dem Parabla. Zeichnen einfach. Okay, das versuche ich jetzt mal mit. Mit dem Parabolmikrofon, Räucherstäbchen und. Die Jagd während der. Also Geist während der Jagd mit Räucherstäbchen abwehren. Angst. Ich nicht. Hier ist voll dunkel. Hier ist mega hell. Ich habe ein Flashlight. Wo ist denn der jetzt? In der Garage? Ja, ich habe jetzt ein Kreuz hingeschmissen. Ja, aber ich sehe gar nicht, wie das... Der ist mir gerade in der Arme gelaufen hier. Oder muss ich das mit F platzieren? Was denn? Ich kann das Kreuz mit F platzieren, aber ich sehe nicht, wie weit der Radius ist. Vielleicht kommt das, wenn das, wenn der angreift. Aber muss das nicht direkt quasi zeigen? Sonst weiß ich das Hallo? Ja gar nicht. Haben dir die Kekse geschmeckt, ja? Ja, da ist der Teller Alete. Er ist hier gerade da lang gelaufen. Den sieht man voll, wenn der da durchläuft. Die habe ich selbst gebacken. Ich hole mal noch das andere Kreuz. Ich will das jetzt nochmal herausfinden. Vielleicht bin ich ja auch einfach unfähig. Der Schnee ist mega dunkel. Er redet nicht mit mir. Warum? Hast du ihn verärgert? Ja, ist die Quest abgehakt vielleicht? Ich würde mit dir auch nicht reden, wenn ich nicht muss. Nee. Aha. Kannst du auch im Journal nachgucken unter Inhalt. Überblick. Meine ich. Ja, ist abgehakt. Ja? Hm? Ich hab gar nichts gehört. Wusstest du, VR kennst du ja, ne? Diese VR-Brillen. Mhm. Wusstest du, dass es da einen Bug gab, wenn die sich, also wenn die Ducken gespammt haben,
Dann sind die im Boden verschwunden, die Spieler, und der Geist konnte die nicht mehr töten. Hä? Ja. Mega mies. Geht das hier auch? Ich hab das jetzt gerade nicht irgendwie verstanden, was du wolltest. Na, wenn die, du kannst dich ja hinhocken, ne? Kann sein. Und mit diesen VR-Brillen, die kennst du ja. Ja. Da war das so, wenn die das Hinhocken gespammt haben, also so tausendmal gedrückt, ne? Denn sind die quasi im Boden versackt. Das war so ein Bug. Und dann konnte der Geist nicht mehr töten. Und das haben die jetzt auch gefixt. Gefixt. Interaktion hast du fotografiert. Wie, keine Fingerabdrücke? Nö. Extra geguckt. Und jetzt? Jetzt. Hm? Nö, zwei Sterne. Immerhin, immerhin. Guck mal, er hängt an der Tür. Die fette Sau. Am Türrahmen hing er eben fest, hier im DOS-Projektor ist immer so gelaufen. Ich komme hier nicht durch, ich bin fett. Das sieht man richtig gut, ne? Ja. Aber ich habe auch Kontaktlinsen drin. Brauchen wir noch Räucherstäbchen. Und ein Feuerzeug. Haben wir das eingepackt? Ja, drei Stück haben wir. Das ist gut. Falls bei einmal das Gas leer ist. Und Räucherstäbchen haben wir Pio. Soll ich den schon reinigen? Ja. Hm. Ich warte immer noch auf den Moment, wo man hier was kaputt machen kann. Was denn? Ja, wenn ich so den Hammer hier auf die Autoscheibe schmeiße, das. Oder das zumindest die Alarmanlage angeht. Aber ist schon geil, so von der Aktivität. Achso, und die, du konntest bei Stromausfall wohl die PC-Monitore anlassen und hast denn dadurch quasi Licht gehabt. Aber das haben sie jetzt auch gefixt. Das, was du letztes Mal meintest. Genau. Mit dem Bild. Das sieht aus, wenn es Asche regnet hier. Vor allen Dingen Stern. Das habe ich mir auch gedacht. Vor allen Dingen Sternhimmel und es schneit. Ja. Oder was auch immer das sein soll. Das ist nicht normal, ist nicht eine Wolke am Himmel. So, ausgeräuchert. So geht das, Schatz. Den Winter hast du ausgeräuchert? So geht das. Hör auf mit deinem Ausräuchern. Warum? CO2-Bilanz. Komm gleich nochmal rein. Du hörst du wohl auf. Hä? Ah, ich kann dir leider nicht helfen. Ich kann dich da nicht supporten, weil ich habe eine Kamera. Hä? Hm. Du musst während der Jagd die Räucherstäbchen zünden. Nix da. Doch, dann kann ich ein Foto von ihm machen. Der ist voll gruselig. Kann ich ihn der ist schon Projektor fotografieren? Warte mal. Der hat da gerade was bewegt. Ja. Sowas tun Geister hin und wieder. Das ist ja sehr interessant. Ah, du gehst bist drinne. Ich dachte, du stehst noch hinter mir. Natürlich nicht. Als tapferer Held, der ich ja nun mal bin. Ja, ich will nicht schon wieder alles neu kaufen. Warum Tür nicht? Bewegt sich. Du bist doch reich. Bin ich nicht. Du hast 400.000 Millionen Trillionen unendlich Dollar. Das wäre schön. In dem Spiel. Das wäre auch schön. Wenn du mal Geld brauchst, dann drückst du einfach Viereck, Kreis, Kreis, R1, R2, Pfeil hoch. Wir sind nicht bei der PlayStation. Also ja, stimmt. Scheiße. Wie heißt denn der Gute? Steven. Der Gute? Steven Kraft. Zeig dich. Steven, komm raus. Mr. Kraft. Mr. Kraft. Ja, der heißt Kraft. Das musst du so deutsch wie möglich aussprechen. So richtig deutlich. Kraft. Kraft. Damit er weiß, dass er gemeint ist. Steven Strong. Kraft. Oh. Kraft. Der hat einen Hammer runtergeschmissen. Oh Gott. Oh nein. Wo bist du? Hier. Nein, er. Hä? Was macht er? Er steht hier. Ich sehe nicht viel. Das ist hier Krissel-Krassel. Ja, ja, er ist auch Krissel-Krassel. Okay. Also deine Sanity ist schon wieder ganz weit unten, ey. Ja, ja. Ja, wirklich bei 30. Ja, ich bin krass, was will er mir tun?
Ich hab den hier im Auto outplayed. Er bringt dich gleich um, die Linie geht bestimmt gleich wieder richtig hoch. Nein, ich hab den am Auto outplayed hier. Erste Runde, Warmmachrunde und zack. Ja, abgegangen wie so ein Zäpfchen. Bei Durchfall. Erhalte eine Antwort durch die Geisterbox. Gott. Spiele auf einer mittelgroßen Karte. Überlebe nur mit der Startausrüstung. Achso, du bist jetzt bei den Tagesquest, ja? Ja. Harvester. Die man ja richtig blöd lesen kann hier. Weißt du, stellt sich da aber nur eine einzige Frage eigentlich, ne? Woran hat's hier liegen? Nee. Harvey Dent. Können wir ihn trauen? Nein. Nein. Ganz einfach. Nein. Oh mein Gott, Clip Harvey. War no. Da war eben Two-Face. Two-Face. One-Face. Three-Face. Three-Face. Halb geburnt. Ist die Kartoffel denn immer noch drin jetzt? Ja, na sicher ist die Kartoffel noch drin. Ja, Tatsache. Guck mal als erstes zu meiner Kartoffel. Deine Kartoffel. Meine Kartoffel. Ja, wir haben den Geist, wir haben Fotos. Wir haben den Knochen. Ausgeräuchert. So, was haben wir denn? Knochen, Interaktion, Fingerabdrücke, Voodoo-Puppe, den Geist. Wir können noch zwei Fotos machen, haben wir Salz mit. Wegen. Aber das gibt ja. Doch, das gibt auch Geld. Salz haben wir. Ja, komm, ich salz dir mal ein bisschen ein. Salz dir mal ein. Oh, nee, vielleicht auch nicht. Oder auch nicht. Ich habe nur 20% Sanity. Ich habe doch eben gerade gesagt, deine Sanity ist schon ganz unten. Ja, was ich will das nicht machen. Hä, ich habe da. Gerade gesagt 10. Und wenn du länger drin bist, ist klar, dass es runtergeht, oder nicht? Kannst. Also ich. Mach das nicht. Wäre jetzt irgendwie nicht komisch kommen, aber. Können wir fahren? Kannst du das machen? Nein. Was soll ich denn machen? Nur Salz hinkippen und fotografieren. Oder? Nee, ich sterbe. Nee, hier, wir müssen die Quest noch machen hier. Eine haben wir gar nicht. Naja, kannst du mich mal am Pomo packen, du. Ehrlich? Ja, läuft da. Wirklich? Nein. Das meinst du aber ernst, oder? Ah ja, todernst. Wiehst du nicht die noch mal mit rechts, ne? Ey, dein Ernst jetzt, oder was? Du machst das Feuerzeug an? Nein, in der Hand. Rechte Maus, ja. Ne? Ja. Harvey Dent. Can we trust him? Oh Gott! Er ist genau vor mir. Hinaus. Ja, ja, hab ich schon. Ist die Quest erfüllt? Nö. Ja, er hat auch nicht gejagt. Es war nur eine Erscheinung, aber mitten im Flur. Ich habe damit nicht gerechnet. Du bist ja da. Er ist überall. Er ist allgegenwärtig, ja. Wie... Du auch, Alter. Du stehst auch schon wieder da. Ja, aber er ist wie Bruce. Er war im Flur vor mir. Bruce sei mächtig, oder was? Er war unsichtbar und sichtbar und transparent. Und kalt und flauschig. Und attraktiv. Und ich glaube, mehr wollen wir auch nicht wissen. Okay. Wollen wir abdüsen? Jo, wir düsen. Weil ich glaube nicht, dass ich die Quest schaffe. Nein, wir machen ja noch eine Runde, ne? Ja, wir machen nur eine Runde. Ja, geh mal nicht so arrogant und guckst du mal nach oben. Ja, Patrick verlässt das Haus. Oh, oh, oh. Jingle bells, all the way. Bin ein richtig Geistertyp raus. 10 Dollars. So, alles Klärchen. Das war die erste von, wie viele Häuser habe ich gesagt? 6, 7? Ja. Die erste von 6 oder 7 spannenden Runden, wo wir herausfinden müssen. Oh, mein Greenscreen steht gar nicht richtig. Das habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, das stört in der Aufnahme nicht. Das war jetzt das erste Haus auf jeden Fall, wo wir den Geist herausgefunden haben. Ich will das nächste Mal, bleibe ich bei den Keksen stehen. Ich will sehen, wie der sich die nimmt. So. Wenn er das macht, wenn du daneben stehst. Sicher macht er das. Ich bin ein geselliger Mensch. Ja? Ja. Ja. So, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.